meine Vision von Zukunft ist weniger die Vision von Prävention in der digitalen Welt, sondern das ist eine Vision von der digitalen Welt an sich. Und da habe ich vier zentrale Punkte. Der erste Punkt ist, der Staat reguliert angemessen im Vornherein. Er doktert nicht im Nachhinein an dem offenen Patienten rum. Sprich, wir müssen klare Regeln und einen klaren rechtlichen Rahmen für eben auch technische Entwicklung im Vornherein definieren und eben dann auch durchsetzen. Der zweite Punkt meiner Vision ist, Digitalisierung ist ein Thema, was angemessen in allen Kontexten von Bildung und Erziehung berücksichtigt wird. Und damit meine ich eben nicht nur das Lernen mit Medien, sondern auch das Lernen über Medien. Sprich, hier muss insbesondere Schule, aber auch die Elternhäuser, aber auch außerschulische Arbeit, muss endlich ihrem Bildungs- und Erziehungsanspruch nachkommen. Da gibt es für mich kein Vertun. Dritte Vision ist, wir konzentrieren uns weniger auf das, was technisch möglich ist im Bereich Digitalisierung, sondern immer mehr auf das, was für das menschliche Zusammenleben, für das soziale Zusammenleben der Menschen quasi wirklich Sinn macht. Ja, das gibt immer mehr Unterschiede in der Frage, was ist realisierbar und machbar und auf der einen Seite und was macht wirklich Sinn für das menschliche Zusammenleben. Und dann haben wir noch den aus meiner Sicht vierten Punkt, der nicht ganz irrelevant ist, nämlich, dass sich die Menschen in der ja zunehmend vernetzten digitalen Welt zunehmend eben auch untereinander quasi auseinandersetzen mit der Welt, in der sie leben. Also sprich, Prävention ein Stück weit peer-to-peer unter den Menschen selbst gemacht wird und weniger von außen gesetzt wird. Das ist meine Vision.